Aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ja, ich habe uns schon eine neue Fracht rausgesucht. Ich bin gestern übrigens ein bisschen offline gefahren. Komisch, mein Handy war eben nicht verbunden, jetzt ist es wieder verbunden. Egal. So, wie gesagt, ich bin ein bisschen offline gefahren, um hier mal so ein bisschen Kohle ranzuschaffen. Livestream habe ich bislang noch nicht geschafft, aber nun gut. Neuer Auftrag ist am Start. Wir sehen mal zu, dass wir loskommen. Ich habe lange Strecken rausgesucht und ich will mal sehen, dass wir die eventuell dann auch entsprechend zu Ende fahren können, dass das eben nicht zu zeitlich nicht zu knapp wird. Jetzt ist natürlich ganz kurz die Frage, wie wir überhaupt rauskommen. Hier jedenfalls nicht. Und ich wette mit euch, jetzt haben wir uns schon festgefahren hier. Ja. Oder? Kommen wir hier rum. Nicht gut für die Kabellage da hinten dran, aber Gott, es gibt... Ist nicht mein LKW. Es ist hier jetzt aber auch nicht ansatzweise bezeichnet, wie man hier jetzt rauskommt, ne? Das muss ich jetzt ja mal dazu halten. Das heißt, da aus dem Loch, wo wir rein... Ne, wo wir gestanden haben, müssen wir jetzt auch so wieder durch. Müsste es theoretisch hier dann durchgehen, oder? Nee, auch nicht. Also noch hinten weiter. Junge, 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 Junge. Hier jetzt aber. So, mach auf die Hütte. 36 Kilometer haben wir vor uns. Wir müssen mal sehen, ob wir da ein oder zwei Folgen von machen müssen. Ich hoffe, es ist nur eine. Ich werde auch sehen, tatsächlich möglichst schnell durchzukommen. Ob das jetzt mal den Regeln entspricht, das lassen wir mal dahingestellt. Schön ist immer Autobahn, da kannst du ein bisschen Gummi geben auf jeden Fall. Södele, tata. Und da vorne, genau, Umweg. 114.000 haben wir jetzt, aber LKW-technisch kriegst du da natürlich auch nichts für, ne? Nettes kleines Dörfchen hier auf jeden Fall. Warum steht ihr hier? Na, die war Gott sei Dank noch nicht rot. Hier sind in Ungarn sind die Gelbphasen, das war knapp, hier in Ungarn sind die Gelbphasen etwas länger. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall eine Strecke, die wir noch nicht gefahren sind. Das ist auch mal was Schönes, dass wir hier was Unbekanntes haben, ne? Alter. Und ich habe den Spiegelmod immer noch nicht hier drin. Ist es denn so schwer, mal einfach ein Häkchen zu setzen, Mensch? Übrigens, ich kann euch an dieser Stelle schon mal sagen, ne? Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner, klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr auch, wenn es was Neues gibt. Ja, gestern Abend, ich weiß nicht, ich habe heute Morgen noch nicht geschaut, mein Ziel für 2020 erreicht, 600 Abonnenten, 601 sind es gewesen, sind es vielleicht auch jetzt noch, wer weiß das schon, vielleicht sind es auch mehr oder weniger, keine Ahnung. So, Ziel fürs nächste Jahr 700. Ja, gucken wir mal, ob wir das schaffen, haben ja Zeit, ne?
hätten wir 2022 800, 2023 900 und 2024 dann die 1000 voll hoffentlich. Vielleicht auch schneller, das kommt drauf an. Vor allen Dingen an die, die gucken und nicht klicken. Abo kostet euch nichts. Und man kann auch jederzeit wieder raus, gell? Man kann den Kanal auch unterstützen. Es gibt unten eine Amazon-Wishlist, es gibt PayPal. Wer mag, zum Beispiel für eine, keine Ahnung, für neue Games, für Grafikkarte, weil mit meinem Gehalt, das ist nicht so doll beseelt, dass ich mir da alle Nasen lang was Neues, Notwendiges holen könnte. Und von daher, mit dem Lenkrad hier zum Beispiel hat es, ich glaube, 2 Jahre gedauert, bis ich das dann endlich bekommen habe. Junge, der hat aber zu kotzen hier hoch, wa? Aldi! 1 plus 1 gleich 3. Ja, manchmal schon. So, wir sind jetzt außerhalb, wir dürften zwar nur 70, aber ich möchte ja nach Möglichkeit so einen so einen kompletten Kilometersatz in einer Folge schaffen. Von daher gebe ich jetzt mal ein bisschen Gas, ob das jetzt verkehrswidrig ist oder nicht. Ist mir in diesem Augenblick gerade mal egal. Weil wenn ich sehe, wir hatten 33 Kilometer, glaube ich, auf der Uhr oder 36, egal. Und haben nicht mal 10 weg und die Hälfte der Sendezeit ist aber schon weg. So, da vorne scheint es da eine Kraftfahrstraße. Das ist einfach nur ein Rastplatz, mein Freund. Ich habe das jetzt mit dem Autobahnschild verwechselt. Oh, gut, okay. Wenn du das sagst. Blinken wir auch mal. Ist das denn da Melonen oder was waren das? Ich habe jetzt gar nicht so genau hingeguckt. So. Da vorne rechts. Ja, hier muss man auch gerne, muss man gerne mal gucken. Ne, hier muss man auf jeden Fall schauen. Da ist es so, dass hier gerne mal die Polizei am Wegesrand steht. Und seinen Blitzer ausgepackt hat. Okay, tschüss, wir fahren hier lang. Die Straßen hier, ich weiß ja nicht, ne? Soll das darstellen, dass die nicht so ganz intakt sind? Oder warum wächst hier alles mögliche Gemüse auf der Straße? Es nieselt leicht. Ich mache jetzt aber tatsächlich keine Scheibenwische an. Blinken die Dinger eigentlich immer oder wie ist das? Oder nur, wenn gleich die Schranken zugehen? Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Das war klar, dass ihr rot, dass du rot wirst, ne? Wir haben nicht immer noch 20 Kilometer vor uns. Und wenn das so weitergeht, wie es bis jetzt läuft, werden wir das in einer Folge nicht schaffen.
Kerl. Aber es ist wenig los auf den Straßen tatsächlich. Rastplatz, den wir nicht brauchen. Da zum Beispiel, guck mal. Da war ein Blitzer. Schade, ich wollte hier so schön rum. Hat meine Pläne so ein bisschen durchkreuzt. Immer dieses WhatsApp, ne? Dass ich es aber auch nicht abschalten kann, das ist unglaublich. Naja, ich sag mal, andere YouTuberinos haben ganz andere Störgeräusche in ihren Videos. Da ist das noch Gold. Hat der Fahrer eben eine Nachricht bekommen? Macht die Scheibenwischer trotzdem nicht an. Kilometer noch. 11 Minuten weg. Ja, das werden wir nicht packen. Der Kunde erwartet die Lieferung bald. Ja, nee, ist klar. Alle Kunden erwarten ihre Lieferung bald. Kann ja nicht schnell genug gehen. Aber ich kann nichts dafür, wenn wir erst so spät loskommen. Ich gebe mein Bestes. Es kommt jetzt darauf an, wie die Kilometer purzeln. Diese Karte hat einen anderen Maßstab und von daher dauern auch 13 Kilometer jetzt, wie in diesem Fall, mal ein bisschen, ne? Ah, ich dachte gerade, du, dann hätten sie mich jetzt aber gehabt. Aber da haben sie tatsächlich einen angehalten. Toi, toi. So, jetzt ist die Frage, ist die Straße frei genug, dass wir überholen können? Oder kriegen wir ein Problem? Weiß durchgezogene Linie, macht man nicht. Alle Verbote aufgehoben, sehr gut. Bis jetzt hat nichts meine Pläne durchkreuzt. Weil wir haben natürlich keine Zeit, ne? Wir müssen Gas geben. Wir werden gezwungen dazu, wenn sie uns anhalten. Wir werden gezwungen, wir konnten nichts dagegen tun. Ich wollte ja langsamer fahren, aber... Ne? Ja, wenn das so läuft, könnten wir das in dieser Folge doch noch schaffen. Wird sie vielleicht ein bisschen länger. Aber da schauen wir einfach mal. So, da sind wir dran vorbei. Bisschen länger macht ja auch nichts. Dann kriegt ihr heute mal einmal die Minuten zurück, die ich euch woanders geklaut habe. Das Dingen fahren wir jetzt zu Ende, würde ich behaupten.
Das hätte auch ins Auge gehen können. Und auch hier im Ort sind wir natürlich viel zu schnell. Aber ist gut, wir haben jetzt gerade 15 Minuten Sendezeit rum. Es sind noch 2 Kilometer. Mehr als 20 kriegen wir hier nicht zusammen. Es sei denn, der Parkplatz ist mega kompliziert heute. Oder wir überspringen das Einparken einfach. Das könnte man natürlich auch tun, ne? Und hier müssen wir links. Ja. Jetzt wollen die Ampeln es aber wissen hier, wa? Mann, Mann, Mann. Eine rote Ampel nach der anderen. So, mal noch kurz das Einparken. Dürfte ich hier eigentlich... Naja gut, okay, es ist gemoddet. Es ist aller möglicher Scheiß verändert. Hoffen wir mal, dass es jetzt nicht zu kompliziert wird. Ist der Verladebereich. Hier liegt überall Holzzeugs rum. Wir werden einmal wieder die Trailerkabel strapazieren. Ja, nichts, ne? Aber ich glaube, das passt ganz gut so. Aber in diesem Sinne, liebe Freunde, ich bedanke mich bei euch schon mal fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und wünsche euch in diesem Sinne noch einen angenehmen Tag, Abend, Morgen oder was auch immer. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.